Hallo, mein Name ist Yannick und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie auf Ihrem Android-Smartphone Backups erstellen können und diese anschließend auf Cloud-Server oder auf Ihre Speicherkarte schieben können. Außerdem können Sie auch einzelne Dateien verschieben, das geht auch wieder auf die Cloud-Server oder auf Ihre Speicherkarte. Dazu benötigen Sie die App SanDisk Memory Zone, die Sie kostenlos im Google Play Store herunterladen können. So, nachdem die App gestartet ist, wird Ihnen hier nun der interne Speicher und die Speicherkarte angezeigt. Außerdem wird auch noch angezeigt, wie viel Speicherplatz da verfügbar ist. Ich habe jetzt noch einen Online-Speicher hinzugefügt, in meinem Fall Dropbox. Hier habe ich auch noch 5,5 GB verfügbar. So, wenn Sie jetzt nun eine Datei haben möchten, die Sie verschieben möchten oder auf den Cloud-Server hochladen, dann tippen Sie hier auf Speicherkarte oder wo eben die Datei liegt, kann auch im internen Speicher sein. Hier oben wählen Sie nun aus, welche Art von Datei es ist. Ich nehme jetzt hier beispielsweise mal eine Bilddatei. Durch Tippen auf den Dateinamen können Sie sich die Datei auch nochmal anschauen. Wenn es nun die Datei ist, die Sie hochladen möchten, so tippen Sie sie länger an, woraufhin dieses Fenster sich öffnet. Hier haben Sie nun die Möglichkeit, in internen Speicher verschieben, in Online-Speicher hochladen. Sie können die Datei löschen, privat machen oder auf Facebook teilen. Da ich im internen Speicher ja keinen Platz mehr habe, lade ich sie also auf einen Online-Speicher hoch. Hier wählen Sie nun aus, welcher das ist. In meinem Fall ist das ja Dropbox. Und nun wird die Datei auch schon hochgeladen. So, Upload war erfolgreich, wunderbar. Okay, jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie ein komplettes Backup erstellen können und dieses anschließend auch auf Dropbox oder wieder auf die Speicherkarte sichern können. Drücken Sie dazu hier unten auf Sichern und Wiederherstellen. Und dann auf Einstellung ändern muss ich jetzt tippen. Bei Ihnen kommt dann sofort das Fenster, wo Sie das Backup hinspeichern möchten. Ich mache das jetzt wieder auf Dropbox. So, nun können Sie angeben, was gesichert werden soll. Zur Auswahl haben Sie Kontakte, Fotos, Musik, Videos, Dokumente oder Apps. Bei den Apps ist es ein kleines Problem, da die Apps nicht wirklich wiederhergestellt werden können. Das heißt, auch wenn Sie die Apps jetzt sichern und das Backup wieder einspielen, können Sie die Apps dadurch nicht installieren. Das ist aber eigentlich kein großes Problem, da Sie sie durch den Google Play Store sowieso wieder installieren können. Wählen Sie hier nun also aus, welche Art von Dateien das sind und tippen Sie unten auf Weiter. So, jetzt kommt die Frage, wie oft dieses Backup geschehen soll. Da SanDisk Memory Zone nämlich nach einem Zeitplan Backups erstellen kann, Sie haben jetzt zur Auswahl nur dieses Mal, täglich, einmal wöchentlich oder alle 2 Wochen. Wählen Sie hier nun Ihre Option aus und tippen Sie auf Weiter. So, und nun wird das Backup auch schon hochgeladen. So, das Backup wurde jetzt erfolgreich erstellt. Hier wurde es nochmal angezeigt, was auf Dropbox liegt in meinem Fall. Ich habe auch schon mal ein paar Apps hochgeladen, deswegen erscheinen die da jetzt auch. Ja, wenn Sie jetzt das Backup wiederherstellen möchten, tippen Sie unten auf Wiederherstellen von. Jetzt kommt die Frage, wo der Speicherort des Backups liegt. In meinem Fall war das ja auf Dropzone, auf Dropbox. So, jetzt wird hier auch nochmal angezeigt, das ist nur das neueste Backup. Sind diese 17 Dokumente und meine 165 Kontakte. Jetzt tippen Sie unten auf Wiederherstellen, woraufhin das Backup jetzt nun eingespielt wird. Den Fehler zeigt er mir jetzt an, da ich keinen Speicherplatz mehr frei habe. Wenn Sie aber noch Speicherplatz auf Ihrer Karte haben oder im internen Speicher, so sollte dies jetzt eigentlich wunderbar funktionieren. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.